Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich suche hier auf meinem Kanal für euch nach Schnäppchen. Das tue ich auf verschiedenen Internetseiten, wie bei den Discountern von Lidl und Aldi, aber auch bei Kaufland, oder gehe auch wirklich irgendwo auf Schnäppchensuche für euch und schaue immer mal, welchen Deal des Tages man letztendlich hier ergattern kann. Das sind teilweise Angebote, die teilweise sogar nur 24 Stunden gültig sind oder nur Stückzahl begrenzt oder nur 2-3 Tage oder eben so lange da, wenn weg, dann weg. Da kann man bis zu 30, 40, 50 oder auch 70% entsprechend einsparen. Die Artikel sind im Prinzip fast unbegrenzt. Das heißt, ich beschränke mich hier jetzt nicht auf Technik oder auf Haushalt oder auf sonstige Dinge, sondern versuche eigentlich hier ein sehr breites Bild entsprechend von Schnäppchen anzubieten. Darum lohnt es sich immer, hier entsprechend reinzuschauen. Abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr im Prinzip bei jedem Schnäppchen mit dabei. Und dann zeige ich euch jetzt mal, worum es heute geht. So, wir befinden uns hier jetzt im Online-Shop der Firma Lidl. Und der Deal des Tages, ihr seht, der gilt jetzt in dem Moment, wo ich das hier aufnehme, nur noch 15 Stunden 34 Minuten, also schnell sein. Der gilt wirklich nur immer an einem Tag. Und zwar ist das eine Philips 2-in-1 Senseo-Maschine Switch HD7891 inklusive Gratis-Pads. Ich muss zugeben, ich habe gar nicht gewusst, dass es von der Firma Lidl so eine Maschine gibt, mit der man halt die Pads machen kann und eben auch hier in eine Thermoskanne ganz normalen Filterkaffee machen. Finde ich eine sehr interessante Geschichte. Preis seht ihr hier auch. Die ist runtergesetzt von 110 Euro auf 60 Euro. Das heißt, wir haben hier eine Ersparnis von 45%. Die gibt es hier in diesem schönen Rot und die gibt es hier auch in diesem schönen Blau. Hier könnt ihr sie nochmal anschauen. Der Wassertank ist hinten. Überall ist etwa ein Liter drin und dann haben wir hier die Möglichkeit, einmal hier die Thermoskanne mit dem normalen, ganz normalen, schönen Filter, wie wir das von früher kennen, drunter zu stellen oder halt die hier mit den Pads zu arbeiten. Finde ich eine sehr interessante Geschichte. Wir haben jetzt hier die Produktinfos. Ich verlinke euch natürlich die Seite hier, dann könnt ihr euch dann da so mal selber reinschauen. Ich fliege hier nur drüber. Wir haben hier 1 Liter Wasserbehälter für 7 Tassen. Kanne und Tasse mit Tastendruck. Das heißt, also ihr könnt dann unterschiedliche Stärken des Kaffees entsprechend auch einstellen. Das könnt ihr bei Senseo sowieso. Die normale Tasse ist in weniger als einer Minute fertig. Wenn ihr natürlich so eine ganze Kanne euch machen wollt, dann dauert es natürlich ein bisschen länger, das ist aber klar. Aber ich finde das wirklich sehr interessant. Hier die Brühzeit einer Tasse 30 Sekunden. Kapazität Wasserbehälter 7 Tassen. Ja gut, die Kabellänge ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Brühzeit für eine Kanne Kaffee, 8,5 Minuten. Ja gut, okay, das ist halt so, das kennen wir ja von früher. Und das ist also schon eine sehr interessante Geschichte. Und der Preis ist natürlich auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier mal geschaut bei Amazon. Hier könnte man das ein bisschen besser sehen. Also einmal könnt ihr hier die... ich mache mal ein bisschen größer. Hier könnt ihr ganz normalen Filterkaffee machen oder halt hier 1 oder 2 Tassen mit den Pads. Also wirklich finde ich sehr schön. Hier oben habt ihr, wir gucken mal gerade die Bilder uns an. Hier sehen wir die Thermoskanne. Von oben das Bedienfeld, auch einfach abzusehen. 3 Tasten haben wir hier, das heißt normale Tasse, eine zweite Tasse oder eben dann hier die Thermoskanne voll machen. Und ja, hier können wir es nochmal ein bisschen genauer sehen. Hier auch nochmal zu sehen, wie das halt hier geht. Also finde ich wirklich eine schöne Sache, dieses 2-in-1. Bin begeistert. Mal gucken, vielleicht kaufe ich mir die selber. Ich habe zwar eine Latissima, wo ich euch den Link auch setze, die ich seit vielen Jahren benutze. Aber das hier finde ich interessant mit diesem Brühaufsatz. Und der Preis ist wirklich sehr, sehr gut. Na gut, hier haben wir das. So sieht das Ganze aus. Und die Freunde von Amazon hier, die haben die Maschine für 114,49. Das ist natürlich schon ein Unterschied zu dem Lidl-Angebot hier von 60 Euro. Das ist weniger als die Hälfte wie bei Amazon. Hi. Na gut, okay. Dafür ist der Kanal ja da, um euch auf sowas aufmerksam zu machen.
Schaut da einfach mal in Ruhe rein. Senseo kennt jeder, das ist eine ausgereifte Technik, kann man kaufen, überhaupt kein Problem. Und wenn er sie ergattert, prima. Wenn nicht, schaut einfach in die Links in der Videobeschreibung und da setze ich euch ein paar Vergleichsprodukte rein. Ja, wie ich finde, ein super Schnäppchen, vielleicht auch was für euch. In der Videobeschreibung unter diesem Video findet ihr immer zwei, drei Ersatzprodukte, falls das Produkt, das ich hier vorgestellt habe, weil es ja immer sehr knapp nur angeboten wird, schon vergriffen ist. Da könnt ihr gerne auf die Links klicken und da habe ich für euch auch noch ein paar andere Produkte rausgesucht, die auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, zumindest meiner Meinung nach, wirklich lohnenswert wären. Und ihr findet auch Links darunter zu meinem Hauptkanal 24/7 Top Tipp, wo ich über 600 Review-Videos, Unboxing, Langzeittests und so weiter gemacht habe. Hier auf dem Monitor läuft so das ein oder andere davon. Nicht jedes Produkt, das ich euch hier in dem Kanal vorstelle, habe ich auch getestet. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, immerhin 600 Videos findet ihr auf meinem Hauptkanal und ich setze euch dann immer entsprechend die Videos bzw. den Link zu den Videos hier entsprechend drunter. Und wenn ihr kein Schnäppchen mehr verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich bin hier bei YouTube ja auch auf eure Unterstützung angewiesen. Und dann würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Und in den Kommentaren könnt ihr euch gerne auch über das Format, das ich hier präsentiere, über die Produkte, die ich hier präsentiere, über die Erfahrungen, die ihr vielleicht mit ähnlichen Produkten gemacht habe, gerne euch auslassen. Ich mische mich auch gerne in die Diskussion mit ein. Und bis dahin, bis zum nächsten Video, wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.